Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt es ein kleines Basic-Video und zwar werde ich eine Buttercreme machen, eine Swiss Meringue Buttercreme. Im Prinzip schmeckt die genauso wie die italienische Buttercreme, aber die Zubereitung ist etwas anders, etwas einfacher, weil man einfach auch ohne Thermometer arbeiten kann. Und eine Buttercreme mit Baiser finde ich immer total lecker. Die sind zum einen nicht zu süß, schmecken nicht nach Eiweiß und sie schmecken auch nicht schwer nach Butter. Man kann sie ganz toll aromatisieren mit Früchten, mit Likör, mit Kaffee, mit Schokolade oder mit ganz, ganz vielen anderen Aromen. Und die passen wirklich perfekt in jede Torte. Und vor allem ist die Buttercreme auch Fondant tauglich. Das heißt, ich kann sie unter eine Fondant-Decke auch streichen. Ich zeige euch jetzt mal die Basic-Zutaten und sage euch dann, wie man sie abwandeln kann. Ich verwende 85 Gramm Eiweiß, 150 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 250 Gramm sehr weiche Butter und hier habe ich noch Puderzucker, da verwende ich 60 Gramm. Wer eine Küchenmaschine mit Hitzefunktion besitzt, kann die Baiser-Masse auch darin zubereiten. Dafür einfach 60 Grad einstellen, 5 bis 7 Minuten lang erhitzen und später die Hitze wieder wegnehmen und kalt rühren lassen. So spart man sich natürlich auch ein bisschen Arbeit. Und so sollte sie jetzt aussehen, also schön glänzend, richtig schön fest und vor allem eine schöne Spitze. Und so kann ich die Baiser-Masse jetzt mit der Butter vermischen. Wichtig ist natürlich beim Arbeiten mit Eiweiß, dass es pasteurisiert wird, also erwärmt wird, damit die Keime einfach abgetötet werden. Dafür gebe ich es jetzt in eine Metallschüssel hier rein. Da kommt der Zucker mit dazu und die Prise Salz. Und jetzt werde ich es rühren und während dem Rühren hier über dem heißen Wasserbad erhitzen für etwa 5 bis 7 Minuten. Und zwar weiß ich, dass die richtige Temperatur erreicht ist, wenn ich dann mit dem Finger reingehe und keine Kristalle mehr zwischen den Fingern spüre. Und da müsst ihr jetzt nur aufpassen, dass kein Rührei entsteht. Das heißt, immer schön fleißig rühren und auch nicht zu hoch die Hitze wählen. Jetzt ziehe ich es kurz vom Herd herunter und kann jetzt mit dem Finger testen. Und wenn ihr jetzt noch Zuckerkristalle spürt, müsst ihr noch weiter erhitzen. Und wenn nicht, könnt ihr die Creme jetzt schon herunternehmen und dann kalt rühren. Und das Kaltrühren dauert so etwa 20 Minuten. Und in der Zwischenzeit könnt ihr auch gerne schon einmal die Butter verrühren mit dem Puderzucker. Und die Butter muss wirklich richtig schön weißcremig sein. Und dann erst kann ich beides verbinden. Die Butter ist jetzt schön weich und die Eiweißmasse ist abgekühlt. Jetzt kann ich beides verbinden. Also der Fehler, den man jetzt hier machen kann, ist wirklich, dass das Eiweiß einfach noch zu warm ist. Und wenn dann die Butter dazu kommt, wird es sehr flüssig. Da müsst ihr wirklich lange genug rühren. Und jetzt gut unterheben. Das geht am besten mit dem Schneebesen. Ihr könnt auch im Prinzip mit der Küchenmaschine weiter rühren. Und dann habt ihr eine richtig leckere, luftige und fluffige Buttercreme. Und diese hier schmeckt jetzt erstmal ganz neutral. Ich werde sie gleich noch aromatisieren mit Vanilleextrakt. Ihr könnt hier Zitronenschalenabrieb dazugeben, Tonkabohne, Espresso, Schnaps, Likör. Oder ihr könnt auch Früchte nehmen, frische oder tiefgefrorene, und die so lange einkochen lassen, bis fast die komplette Flüssigkeit verdunstet ist und das dann unterheben. Dann habt ihr eine Fruchtbuttercreme. Ihr könnt aber auch eine Schokobuttercreme draus machen und dafür etwas Schokolade über dem Wasserbad erwärmen oder in einer kleinen Tüte und das dann mit dazugeben. Aber auch vorher natürlich beides gut abkühlen lassen. Und das Schöne an der Buttercreme ist, dass sie Fondant geeignet ist. Das heißt, ich kann jetzt auch eine Fondant-Torte damit wirklich ganz, ganz toll einstreichen. Sie ist sehr lecker, man kann sie sehr gut variieren und natürlich ist sie super einfach in der Zubereitung. Falls ihr die Buttercreme auch mal nachmachen wollt, dann schaut auf meinem Blog vorbei auf sallys-blog.de. Da steht alles nochmal ganz genau. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und wenn die Buttercreme dann doch mal grisselig wird, so wie hier, ist es gar nicht schlimm. Stellt sie dann einfach über ein warmes Wasserbad, schlagt sie weiter und dann wird sie wieder schön geschmeidig. Buttercreme kann man auch wunderbar einfrieren. So hat man immer welche auf Vorrat oder auch gerade wenn man ein bisschen zu viel gemacht hat, kann man es einfach einfrieren, später wieder auftauen und dann schön geschmeidig schlagen.